Diese Bilder haben die Angehörigen der 150 Opfer gefürchtet, denn sie bringen ihnen schreckliche Gewissheit. Wrackteile der abgestürzten Germanwings-Maschine. Die Rettungskräfte wollen in der schwer zugänglichen Gebirgslandschaft der südfranzösischen Alpen weitersuchen, trotz Minustemperaturen und einsetzender Dunkelheit. Unter den Opfern sind 67 Deutsche, darunter 16 Schüler aus Nordrhein-Westfalen. Guten Abend und willkommen zum ZDF-Spezial. Ein Flugzeug stürzt ab, reißt 150 Menschen in den Tod und wir alle schauen fassungslos nach Frankreich. Eine Tragödie, die viele Fragen aufwirft. Was war die Ursache? Hat die Technik versagt, das Computersystem oder war es gar ein Terroranschlag? Darauf deutet zurzeit nichts hin. Der Absturz löst Trauer aus und ein Gefühl der Hilflosigkeit bei uns allen wohl. Wie viel mehr erst bei denen, die heute geliebte Menschen urplötzlich verloren haben. Peter Böhmer mit einer Reportage vom Flughafen Düsseldorf und aus Haltern am See, der Kleinstadt bei Dortmund, wo 16 Schüler und 2 Lehrer lebten, die heute bei dem Unglück starben. Tiefe Trauer in Haltern, eine Stadt unter Schock. 16 Schüler und 2 Lehrerinnen des Josef-König-Gymnasiums saßen in der Maschine. Kerzen, Umarmungen, viele Schüler kamen an ihrer Schule spontan zusammen. Am Abend ein sehr getroffener Bürgermeister vor der Presse. Ich darf Ihnen allen versichern, dass das sicherlich der schwärzeste Tag in der Geschichte unserer Stadt ist. Ich möchte zunächst sagen, dass die Stadt tief betroffen ist. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Schockzustand überall zu spüren. Betroffenheit auch am Düsseldorfer Flughafen. Hier sollte die Maschine heute Morgen um 11.55 Uhr landen. Auch hier warteten etwa 50 Angehörige vergebens. Sie wurden direkt von Helfern des Flughafens in Empfang genommen und in einen abgeschirmten Raum gebracht, wo sie von Seelsorgern betreut werden. Zum Obersten steht das Wohl der Angehörigen. Ja, da geht es natürlich darum, Seelsorger zu mobilisieren. Es geht darum, Care-Teams zu mobilisieren. Wir sind mittlerweile bei 150 Betreuern hier vor Ort für die Angehörigen. Es geht darum, Hotelzimmer zu reservieren für die Angehörigen. Die reisen natürlich morgen nicht direkt wieder ab, sondern die möchten hier sein, bis sie ganz genau wissen, wie die Situation ist. Doch was mit dem Airbus über Frankreich passierte, ist bisher unklar. Germanwings und die Mutter Lufthansa äußerten sich am Nachmittag. Über den Unfallhergang können wir derzeit noch keine Angaben machen. Ich versichere Ihnen aber, dass wir Angehörigen und allen Betroffenen jede erdenkliche Hilfe in dieser schweren Stunde leisten werden und wo immer möglich auch zur Seite stehen. Der letzte Routinecheck des Flugzeuges hat gestern am 23. März in Düsseldorf durch die Lufthansa-Technik stattgefunden. Beim Kapitän des Flugzeuges handelt es sich um einen Kapitän, der seit über 10 Jahren für Lufthansa und Germanwings im Einsatz ist. Die Schalter von Germanwings und Lufthansa in Düsseldorf von der Polizei abgeschirmt, keine Interviews mit Mitarbeitern, gemischte Gefühle bei den Passagieren. Ja, ist schon ein bisschen mulmiges Gefühl, nicht? Ja, definitiv. Also ich habe heute Morgen von dem Unfall gehört. Ich habe gleich mal nachgeschaut, mit welcher Airline ich überhaupt fliege. Und tatsächlich ist es dann Germanwings. Aber ich mache mir keine großen Sorgen. Ja, man ist erstmal betroffen, dass angeblich, beziehungsweise gerade bestätigt, 150 Tote unserer eigenen Landsleute da sind. Das ist natürlich absolut traurig. Meine Freundin fliegt heute auch mit Germanwings, jetzt gleich. Um 16.40 Uhr, glaube ich, geht der Flug. War natürlich ein bisschen entsetzt, natürlich. Sie fliegen jetzt wohin? Nach Barcelona. Mit welchen Gefühlen? Ich habe ein bisschen Angst und ja. Und diese Nachricht habe ich gehört, ich habe schockiert und einfach geschrien. Gegen 17:30 am Abend startete wieder eine Maschine von Germanwings nach Barcelona. Der Flugbetrieb muss weitergehen. Trauer und Schock auch in Haltern am See in Nordrhein-Westfalen. 16 Schüler und 2 Lehrer sind unter den Opfern. Gabi Hanelt, was haben Sie denn dort heute erlebt? Ja, Sie haben es ja eben schon gesagt, der Oberbürgermeister sagte eben gerade in der Pressekonferenz, das ist der schwärzeste Tag der Geschichte unserer Stadt.
Diese Stadt hat letztes Jahr erst gerade sein 725-jähriges Bestehen gefeiert. Heute nun musste er Hunderte von Schülern, Lehrern und Eltern trösten. Und man sah ihm an, dass ihm das wirklich nicht leicht fiel. Im Moment pendelt er zwischen Schule und einer Kirche, in der gerade eine Andacht für die Angehörigen stattfindet. Und auch an der Schule wurden schon viele Kerzen hinterlegt, sodass man sagen muss, die ganze Stadt trauert. Im Moment ist sogar hinter mir schon Halbmast die Fahne. Ja, und die Kerzen sehen wir da auch brennen für die Opfer. Wie will man denn jetzt weitermachen in Haltern, gerade auch an dem betroffenen Gymnasium? Wird es dort morgen ganz normalen Unterricht geben? Das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Nee, ich finde, der Oberbürgermeister hatte heute gemeinsam mit dem Schulleiter sich diese Frage auch noch mal vorgestellt. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, wir schließen die Schule morgen nicht, sondern wir öffnen die Schule. Es wird zwar keinen normalen Unterricht geben, aber so haben die Schüler Gelegenheit, mit Psychologen, mit Seelsorgern über das Unglück zu sprechen und versuchen, es zu verarbeiten. Auch die nordrhein-westfälische Schulministerin wird wohl morgen hierher kommen und ein Gesprächsangebot machen und schauen, wie sie die Schüler, die Betroffenen unterstützen kann. Gabi Hanelt mit Eindrücken von einer Kleinstadt, die besonders schwer von dem Flugzeugabsturz betroffen ist. Vielen Dank nach Haltern am See. Germanwings ist die Billigfluglinie der Lufthansa. Da kommt natürlich die Frage ins Spiel, wie denn die niedrigen Preise erreicht werden. Wirklich nur durch weniger Service für die Passagiere oder doch auch durch weniger Wartung oder schlechter ausgebildetes Personal, kurzum durch weniger Sicherheit? Mario Schabowitz über die Frage, ob Billigflieger riskanter sind. Ihr Streckennetz wächst, die Passagierzahlen auch. Wirtschaftlich gesehen sind Billig-Airlines wie Ryanair, EasyJet oder Germanwings im Aufwind. So wuchs zum Beispiel die Lufthansa-Tochter Germanwings vor 2 Jahren überproportional, als sie gleich mehrere Inlandsstrecken der Lufthansa übernahm. Und europaweit erhöhten die sogenannten Low-Cost-Carrier ihr Liniennetz zum Beispiel vom Januar 2013 mit 4.873 Strecken auf 5.316 Strecken im Januar 2014. Doch hält mit dem Wachstum auch die Sicherheit mit? Wie sicher also sind die Billig-Airlines? Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass Billig-Airlines ihre Piloten schlechter ausbilden würden, ihre Flugzeuge schlechter warten würden oder mehr am Limit fliegen würden als die großen Linienfluggesellschaften. Das würde man inzwischen längst in der Statistik sehen. Spektakuläre Zwischenfälle bei den Billig-Airlines gibt es dennoch immer wieder. Bislang gingen sie glimpflich ab. Dezember 2010. Im Landeanflug auf Köln verlieren beide Piloten einer Germanwings-Maschine beinahe das Bewusstsein. Die ins Cockpit einströmende Luft ist offenbar mit einem Enteisungsmittel verseucht. Die Piloten kämpfen gegen eine Ohnmacht an. Mit letzter Kraft schaffen die beiden eine sichere Landung. An Bord waren 149 Menschen. Im Juli 2013 macht diese Germanwings-Maschine offenbar eine Sicherheitslandung, vermutlich wegen eines befürchteten Reifenschadens. Alles geht gut ab. Eine auffällige Serie von Notlandungen hat Ryanair im Juli 2012. 3-mal mussten Maschinen der Airline Notlandungen in Spanien beantragen. Gewitterbedingte Umwege hatten die Treibstoffvorräte aufgebraucht. Eine Untersuchung ergibt, Ryanair hatte immer nur die vorgeschriebene Mindestmenge Kerosin an Bord. Rechtlich korrekt, aber offenbar knapp kalkuliert. Doch allen Vorfällen zum Trotz, keine der 3 Billig-Airlines hatte bis heute einen tödlichen Flugunfall. Es gibt natürlich bei den Airlines immer Ermessensspielräume. Halte ich die Vorschriften ein und wie viel tue ich oberhalb der Vorschriften? Wie viel an Sicherheitsreserve packe ich noch drauf? Das ist von Airline zu Airline verschieden. Da gab es gegen Ryanair Vorwürfe, insbesondere nach Notladungen in Spanien. Aber nach meinem Wissen ist das inzwischen abgestellt. Doch sparen die Billig-Airlines vielleicht bei ihren Flugzeugen? Keineswegs, sagen Statistiken über den Flottenbestand. So hat ausgerechnet Marktführer Ryanair mit einem Durchschnittsalter von 5,4 Jahren einen sehr jungen Flugzeugbestand. Germanwings-Maschinen sind im Durchschnitt 12,6 Jahre alt und die von Wettbewerber EasyJet 5,4 Jahre. Das höhere Durchschnittsalter der Germanwings-Flotte liegt an 21 Airbus A320-Maschinen, die ihrerseits 22,5 Jahre alt sind. Doch das Alter allein ist noch kein Sicherheitsrisiko.
Die Germanwings-Flotte ist sicherlich älter als beispielsweise die Flotte von EasyJet oder Ryanair. Aber man darf nicht vergessen, das sind ehemalige Lufthansa-Flugzeuge. Die sind über ihr ganzes Leben penibel gewartet worden. Und da muss man sich wirklich überhaupt keine Gedanken machen, dass da etwas schlechter ist. Auch wenn beim heutigen Absturz der Germanwings-Maschine laut Experten manches auf ein technisches Versagen hindeute, ein spezielles Problem, das nur eine Billig-Airline treffen konnte, wird es wohl nicht sein. Auch für Germanwings ist dieser Tag eine Katastrophe. Am Nachmittag erklärte das Flugunternehmen, der A320 ist seit 24 Jahren im Einsatz. Der Kapitän sehr erfahren, 10 Jahre Flugerfahrung, 6000 Flugstunden auf diesem Flugzeugtyp. Der letzte Routinecheck des Flugzeugs habe gestern in Düsseldorf stattgefunden. Vor etwa einer Stunde trat Germanwings noch einmal vor die Presse. Zunächst einmal, was der wichtigste Teil des heutigen Tages, nämlich das Kümmern um die Hinterbliebenen der Unfallopfer. Es gibt sowohl in Düsseldorf als auch in Barcelona Teams der Germanwings und der Lufthansa, die sich dort um die Angehörigen kümmern, soweit das in einem solch tragischen Moment möglich ist. Wir sind zusammen mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt mit den Gästen, die über Reisebüros gebucht haben und deren direkte Kontaktdaten wir nicht haben. Dieser Prozess ist zurzeit im vollen Gange und ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Deshalb können wir jetzt zur Stunde auch noch nicht endgültige Nationalitäten des Fluges bekannt geben. Fakt ist, die untersuchende Behörde, das ist das französische Amt für Unfalluntersuchung, BEA, ist am Unglücksort eingetroffen. Diese Behörde leitet die Untersuchung vor Ort. Die Kollegen der BFU, das ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, ist ebenfalls in Frankreich eingetroffen und auf dem Weg zum Unglücksort. Ebenso in Frankreich eingetroffen sind Teams von Airbus, von Lufthansa Technik, von Lufthansa und von Germanwings. Auch diese Teams befinden sich auf dem Weg zur Unglücksstelle. Leider und mit großer Trauer muss ich Ihnen auch bestätigen, dass an Bord dieses Flugzeugs 144 Menschen und darunter auch eine Schulklasse aus der Stadt Haltern in der Nähe von Düsseldorf war, 16 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrerinnen und Lehrer. Eben mit der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen telefoniert und ihr versichert das, was ich auch Ihnen versichere, dass wir alles tun, um auf schnellsten Wege die Ursache für diesen Unfall zu ergründen. Und wir werden Sie über die weiteren Schritte, die wir dort gehen, jederzeit zeitnah informieren. Ja, viel Betroffenheit war da auch zu spüren und zu hören. Natürlich ist jetzt die Frage, wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Was ist da in der Luft passiert, das letztlich zum Absturz der Germanwings-Maschine geführt hat? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es bis jetzt nicht, wohl aber Hinweise und Indizien, die ein Fachmann für Luftfahrt deuten kann. In Hamburg begrüße ich den Luftfahrtjournalisten Andreas Späth. Guten Abend. Guten Abend, Herr Späth. Nach den Informationen, die Ihnen bisher vorliegen, was können Sie über die Unglücksursache schon sagen? Also ich fürchte, ich kann auch genauso wenig sagen wie alle anderen Beteiligten, weil ich genauso wenig die wenigen Fakten, die bisher vorliegen, irgendwie deuten kann. Tatsache ist, dass es eben bis zum Passieren der südfranzösischen Küste ein Routineflug war, dass das Flugzeug auf 38.000 Fuß, also knapp 12.000 Meter auf Reiseflughöhe geflogen ist. Und dann eben nach dem Überqueren der französischen Küste östlich von Marseille muss ein extremer Notfall im Cockpit aufgetreten sein, denn nur das
löst einen solchen Sinkflug aus, den die Piloten offenbar bewusst eingeleitet haben. Piloten lernen generell, dass in einem Notfall man zuerst eben möglichst sich dem Boden wieder annähert, um einfach besser handeln zu können, eventuell notlanden zu können. Vor allen Dingen lernen sie erstmal zu fliegen und dann zu navigieren und dann zu kommunizieren in dieser Reihenfolge. Das Letzte, das Kommunizieren, hat eben nicht stattgefunden heute, weil da offenbar die Notlage so prekär war, dass es nicht dazu kam, dass sie einen Notruf absetzen konnten oder dass sie einen Notruf machen konnten auf diese Weise und sie äußern konnten, was passiert war überhaupt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Lage wirklich sehr prekär war, zumal sie mit Sicherheit nicht willentlich und wissentlich auf diese geringe Höhe gesunken wären, hätten sie eben gewusst, wo sie dorthin fliegen, sprich in die Alpentäler, in die Alpengipfel waren höher als ihre Flughöhe. Also ich gehe davon aus, dass hier wirklich ganz prekär die Lage gewesen sein muss. Ich kann mir gut vorstellen, auch das ist reine Spekulation, sage ich dazu, aber dass möglicherweise Rauch im Cockpit war oder sie sonst auch gehandicapt waren. Wenn Sie sagen, Herr Späth, ein extremer Notfall im Cockpit, gab es denn in der Vergangenheit Fälle, die Sie erinnern an das, was heute in Südfrankreich geschehen ist? Also genau so sicherlich nicht. Ich meine, Tatsache ist, wir haben erst Anfang dieser Woche gehört von einem ziemlich beunruhigenden Zwischenfall, den die Lufthansa offenbar hatte im November auf dem Weg von Bilbao nach Deutschland mit einer A320, wo eben der Computer der A320 das Flugzeug erstmal unmerklich im Grunde gen Boden gesteuert hat. Und die Piloten zum Glück, dass sie sehr erfahren waren, das rechtzeitig gemerkt haben und gemerkt haben, dass das Flugzeug nicht mehr auf manuelle Inputs reagiert hat. Und dann haben sie das gesamte System, das Computersystem abgeschaltet und so die Maschine retten können. Allerdings gibt es einen genau entgegengesetzten Fall erst vor wenigen Monaten, Air Asia im Dezember in Indonesien. Damals haben die Piloten ebenfalls die Sicherung ihrer A320 gezogen und damit sozusagen das Computersystem und dessen Schutzmechanismen lahmgelegt, mit dem Erfolg, dass das sie gerade ins Verderben geführt hat, weil das Flugzeug dann in einen unkontrollierten Steigflug übrigens und später abstürzte. Also es gibt ja kein Patentrezept, aber es ist sicherlich nicht ganz auszuschließen, dass hier auch der Computer unter Umständen eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Herr Späth, mit Bitte um kurze Antwort. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 denkt man immer auch an die Möglichkeit eines Anschlags. Deutet irgendetwas darauf hin oder würden Sie das sogar ausschließen? Also ich würde es nach dem, was ich an Informationen jetzt habe und sehe, die sind wirklich sehr wenige bisher, aber würde ich es nahezu ausschließen. Natürlich kann es sein, dass trotzdem auch in der Kabine eine Dekompression stattgefunden hat, also möglicherweise ein Sauerstoffabfall, das wäre auch ein Grund für einen schnellen Sinkflug gewesen, aber es kann auf jeden Fall in dem Sinne keine Bombe gewesen sein oder ähnliches, das hätte normalerweise das Flugzeug nicht überlebt in der Form und es hätte keinen derartig geordneten Sinkflug gegeben. Im Übrigen ist die Maschine nie von ihrem Kurs abgewichen, das ist auch interessant. Das Flugzeug hat sozusagen immer bis zum letzten Moment den Kurs, der eigentlich eingeschlagen worden war, auch beibehalten, also etwa keine Notlandung versucht. Vielen Dank für den Moment, Andreas Späth. Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen zurück. Bitte. Die eine glasklare Antwort auf die Frage, was den Airbus A320 zum Absturz gebracht hat, gibt es also nicht, jedenfalls noch nicht. Was es aber gibt, sind Hinweise auf technische Probleme am A320, die sich in den letzten Jahren wiederholt haben. Dabei geht es um gefrorene Sensoren, falsche Signale und eine Computersoftware, die mehr Sicherheit bringen sollte, es den Piloten aber schwer macht, im Notfall selbst einzugreifen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob das der Grund für das Unglück heute war. Worum es aber genau geht und wo die Probleme bisher aufgetaucht sind, schildert Gerd Anhalt. Wem immer schon ein bisschen mulmig war beim Warten auf das Boarding, der hat seit einiger Zeit noch einen zusätzlichen Grund, sich Sorgen zu machen. Immer häufiger nämlich hört man von diesen drei Sensoren an der Außenwand moderner Flugzeuge. Die sogenannten Pitot-Röhrchen messen die Geschwindigkeit in der Luft. Nach ihren Daten berechnen die Computer den Flugwinkel. Nur in seltenen Fällen messen die eben mal falsch und dann droht der Strömungsabriss. Dann ist es, als sei das unsichtbare Band, das die Maschine in der Luft hält, plötzlich durchtrennt worden. Aber es gibt für den Piloten immer noch Möglichkeiten, das Schlimmste zu verhindern. Wenn irgendwas mit der Geschwindigkeit nicht stimmt, dann bemerkt er das schon auf der Anzeige. Man weiß schon ungefähr, wie schnell man fliegt. So, man kann relativ einfach entscheiden. Und dann schaltet man einfach die betroffenen Geräte aus und fliegt mit den Geräten, die richtig zeigen. Aber nicht allen Piloten gelingt das. Im Juni 2009 stürzte eine Air France-Maschine aus Rio de Janeiro kommend nach Fehlmessungen in einer Unwetterfront in den Atlantik.
Und auch der Crash des Airbus der Air Asia Ende 2014 in Indonesien war wohl auf Strömungsabriss zurückzuführen. Details werden von den Behörden dort immer noch zurückgehalten. Diese Maschine jedenfalls war der gleiche Typ wie der Katastrophenflieger der Germanwings. Trotzdem besteht kein Grund zur Panik, so die Experten. Die sind alle extrem seltenen Fälle und werden meistens nicht messbar und passieren nur ab und zu mal. So zu sprechen von einer Größe des Gefahrens ist sinnlos in diesem Fall. Die Außenfühler könnten vereist sein oder verschmutzt oder einfach fehlerhafte Messdaten liefern. Das geschah unlängst auf einem Lufthansa-Flug von Bilbao nach München, der aufgrund von Fehlmessungen plötzlich massiv an Höhe verlor. Der Computer des Airbus A321 hätte die über 100 Insassen zerschellen lassen. Der Geistesgegenwart des Piloten verdanken sie ihr Leben. Außer Strömungsabriss kämen auch Druckabfall in der Kabine, ein Feuer, Triebwerksausfall oder auch ein Terrorakt als Ursache in Frage, meint Professor Latkin. Fest steht aber nur, der Pilot sei in Sinkflug gegangen. Mehr wissen wir nicht. Nur, dass er direkt wieder in den Alpen geflogen ist, was ein bisschen komisch ist für ein Flugzeug und eine Besatzung, der schon erkannt, dass sie Probleme haben. Weil in den Alpen gibt es keinen Flughäfen. Und wenn die Probleme angefangen sind, dann sind die angefangen, wo er Möglichkeiten hat zu landen, möglicherweise. Möglichkeiten gibt es viele, Vermutungen auch. Antworten gibt es noch keine. Und in Hamburg ist uns nochmal der Luftfahrtexperte Andreas Späth zugeschaltet. Wir haben gerade im Einspielfilm das Problem der vereisten Sensoren erklärt bekommen, das in der Vergangenheit bei diesem Flugzeugtyp einen Sinkflug ausgelöst haben soll. Halten Sie das für eine mögliche Ursache auch heute? Tatsache ist, dass die A320 und alle modernen Airbus-Typen, deren Computer beziehen, ihre Handlungsanweisungen im Grunde aus den Messungen ganz verschiedener Sensoren. Das hat sowohl, wie wir gerade gesehen haben, die Pitotrohre, also Geschwindigkeit, aber auch die Fluglage, der Anstellwinkel, etwa der Tragflächen, all diese Dinge werden mit Sensoren gemessen. Normalerweise gibt es drei Sensoren für jede einzelne Messgröße. Das Problem tritt dann auf, wenn die Sensoren unterschiedliche, sich widersprechende Messwerte messen und an den Computer melden, wie es auch eben gerade im Fall der vereisten Geschwindigkeitsmesser der Fall war und dann der Computer damit nicht viel anfangen kann und den Piloten teilweise Unsinn meldet auf einer Seite, auf der anderen Seite etwa der Co-Pilot hat aber andere Werte und dann zu entscheiden für die Piloten, was hat hier recht, welche Messung stimmt nicht, wie verhalten wir uns, das ist sehr schwierig und man muss auch sagen, es gibt in letzter Zeit Kritik an Piloten häufig, dass sie durch die starke Automatisierung von Flugzeugen eigentlich verlernt haben, das Fliegen, das fliegerische Handwerk verlernt haben. Und deswegen auch in einem solchen Falle, wo plötzlich, ganz plötzlich nach hunderten von ereignislosen Flugstunden ihre handwerkliche Fähigkeit gefragt ist, die oft dann so schnell nicht abrufen können, weil sie sie auch in der Form nie gelernt haben und nie brauchten. Gilt denn die Firma Germanwings generell in der Branche als sichere Airline? Welchen Ruf hat sie in Fachkreisen? Also ganz klar ist, wie auch schon von angeklungen ist, Billigflieger in Europa insgesamt haben einen sehr guten Ruf. Es gab bisher überhaupt nie einen tödlichen Unfall mit europäischen Billigfliegern. Das wäre auch fatal für die Branche, weil dadurch sicherlich das Vertrauen der Kunden und das ganze Geschäftsmodell sehr leicht ins Wanken geraten könnte, wenn man hier einem Billigflieger irgendwelche Defizite nachweisen könnte. Also auch bei Germanwings muss ich ganz klar sagen, ich habe keinerlei Informationen darüber, dass hier irgendwelche unsicheren Aspekte herrschen. Ich würde mich da jederzeit reinsetzen und sehe absolut keine Diskrepanz zwischen der Sicherheitskultur bei Germanwings und anderen deutschen oder europäischen Gesellschaften. Eine sehr klare Einschätzung des Luftfahrtexperten Andreas Späth. Vielen Dank nach Hamburg. Bitte sehr. Und wir schalten jetzt nach Frankreich. Vor Ort in der Nähe der Unglücksstelle in Saint-Lesalpes ist unser Frankreich-Korrespondent Theo Keul. Theo, was haben Sie denn dort vor Ort gesehen und erfahren? Nun, ein Retter, der eben von der Unglücksstelle zurückkam, der sagte, für ihn sähe es so aus, als sei das Flugzeug mit voller Wucht in den Berg hineingerast. Das Trümmerfeld ist offensichtlich erschreckend. Es ist in 1000 Teile zersprungen, das Flugzeug. Also man kann sich vorstellen, wenn man das Bergmassiv hier gesehen hat, schneebedeckt, wie schwer die Bergungs- und Rettungsarbeiten sein werden. Hier sind 600 Rettungs- und Bergungskräfte im Einsatz. Die werden in der Regel von Hubschraubern dort abgeseilt, um sich dann zur Unglücksstelle zu bewegen. Die liegt auf ungefähr 1400 Meter
Das Ganze wird ein Rennen mit der Zeit, weil man hier schlechtes Wetter erwartet und damit auch Schnee. Und damit wäre dann der größte Teil des Unglücksortes dann auch schneebedeckt, was natürlich die Bergung extrem erschweren würde. Theo, wie wird es denn in den nächsten Tagen weitergehen? Nun, wir haben jetzt heute Abend waren Außenminister Steinmeier und Minister Dobrindt hier vor Ort, auch die spanische Außenministerin. Die Spanier haben ja auch sehr viele Opfer zu beklagen. Morgen kommt die Kanzlerin offensichtlich auch mit dem französischen Präsidenten hier an den Unglücksort. Es sind Gerichtsmediziner hier zusammengezogen worden. Man wird morgen versuchen, schon die Leichen zu identifizieren. Es gibt ein Betreuungszentrum hier für die Familien, die zum Teil auf dem Weg hier an die Stelle sind, damit sie hier vor Ort dann auch versorgt werden können, auch psychologisch versorgt werden. Es ist davon auszugehen, dass die ganze Bergung hier länger dauern wird. Also ich glaube nicht, dass das morgen hier alles geschafft werden wird, vor allem wenn das Wetter eben so wird, wie im Moment die Voraussagen sind. Informationen und Eindrücke von Theo Koll aus Seine-les-Alpes. Vielen Dank. Es ist ein schwarzer Tag für die Luftfahrt. Vor allem aber für Angehörige und Freunde aller 150 Menschen, die beim Absturz der Germanwings-Maschine ums Leben gekommen sind. Was wir im Moment wissen über den Hergang des Unglücks und die Reaktionen darauf, fasst Thomas Haß zusammen. Eine Felswand in den südfranzösischen Alpen. Hier endet Germanwings Flug 4U9525 in der Katastrophe. Die Maschine zerschellt in unzählige Einzelteile. Keiner der 150 Passagiere hat das Unglück überlebt. 67 Deutsche waren an Bord, darunter auch eine Schülergruppe aus dem nordrhein-westfälischen Haltern. Nur mit Hubschraubern können Helfer zu der schwer zugänglichen Absturzstelle geflogen werden. Für die Rettungskräfte vor Ort ein Kraftakt inmitten von unzähligen Trümmer- und Leichenteilen. Der Absturz in Deutschland wie in Frankreich ein Schock. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei all denjenigen, die darum fürchten müssen, dass ihre Angehörigen unter den Passagieren oder den Besatzungsmitgliedern sind. Ich habe auch mit Kanzlerin Merkel darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich eine große Zahl deutscher Opfer gibt. Und ich habe mit dem spanischen König gesprochen, der uns heute in Frankreich besucht. Es handelt sich um eine große Tragödie der Luftfahrt. Une nouvelle tragédie aérienne. Die Maschine war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf, als sie in der Region Alpes de Haute-Provence vom Radar verschwand und nahe der Ortschaft Barcelonnette zerschellte. Warum der A320, hier ein baugleiches Modell, abstürzte, ist noch ein Rätsel. Die Maschine soll minutenlang im Sinkflug gewesen sein, ohne dass die Piloten ein Notsignal abgesetzt hätten. Als sich das Flugzeug in etwa 2000 Metern Höhe befunden hat, schlug die französische Luftraumkontrolle Alarm. Bei Germanwings suchen sie nach Antworten. Der letzte Routinecheck des Flugzeuges hat gestern am 23. März in Düsseldorf durch die Lufthansa-Technik stattgefunden. Beim Kapitän des Flugzeuges handelt es sich um einen Kapitän, der seit über 10 Jahren für Lufthansa und Germanwings im Einsatz ist und auf dem Modell Airbus bis heute etwas über 6000 Flugstunden geflogen ist. Flughafen Düsseldorf. Hier sollte die Maschine aus Barcelona gegen Mittag landen. Als die Nachricht vom Absturz eintrifft, herrscht blankes Entsetzen. Helfer des Airport-Krisenstabes kümmern sich um Angehörige der verunglückten Passagiere. Die Katastrophenmeldung verbreitet sich hier rasend schnell. Man kann nur mit den Angehörigen mitfühlen. Ich denke mal, das ist ein sehr schwerer Schlag für die Angehörigen. Und ja. Gerade in Europa, dass man bei Tochtergesellschaft von Lufthansa sowas erlebt, das kommt nicht oft vor. Ne? Ist schon ein etwas merkwürdiges Gefühl, zwecks, weil ich auch mit Germanwings gerade gebucht habe. An der Absturzstelle wurde einer der Flugschreiber inzwischen gefunden. Die Auswertung kann Wochen dauern. Für die Rettungskräfte in den südfranzösischen Alpen scheint es traurige Gewissheit. Lebend können sie hier keinen der deutschen und spanischen Passagiere des Germanwings-Fluges mehr bergen.
Fliegen ist eigentlich sicher. Das betonen nicht nur Verbände, Industrie und Airlines. Das belegt auch die Statistik. Weit mehr als dreimal so viele Menschen starben letztes Jahr im Straßenverkehr in Deutschland als durch Flugzeugunglücke weltweit. Wenn es aber dann doch zu Flugzeugabstürzen kommt, dann sind das gleich Katastrophen, die sehr viele Opfer fordern. Diese schwarzen Tage brennen sich ein in unsere Erinnerung. Nicht nur, aber besonders wohl dann, wenn viele Deutsche betroffen sind. Isabel Thymena erinnert an die tragischen Unglücke der letzten Jahrzehnte. Wrackteile der Boeing 757 von Birgen Air verrotten auf einem Feld in der Dominikanischen Republik. Die Passagiere waren Urlauber, wollten zurück nach Deutschland. Auch Monate später finden Angehörige noch die Habseligkeiten ihrer Verwandten. Es ist nicht 100% sicher. 1000%ig sicher. 1000. Was wird Ihre Frau dazu sagen? Sie wird in Ohnmacht fallen. Am 6. Februar 1996, 10 Minuten nach dem Start, zerschellt die Maschine des türkischen Billigfliegers auf dem Wasser. Die Wucht zerfetzt die Maschine in 1000 Einzelteile. Alle Passagiere sterben. Von den 189 waren die meisten Deutsche. Das Flugzeug war förmlich vom Himmel gefallen. Sehr schnell glaubt man, die mögliche Ursache gefunden zu haben. Der Billigflieger sei ein fliegender Schrotthaufen gewesen mit völlig unqualifiziertem Personal. Doch die Fluggesellschaft wird vor Gericht vom Schuldvorwurf freigesprochen. Birgen Air versucht, noch Schadenersatz wegen Rufschädigung zu erkämpfen. Dem wird nicht stattgegeben. Die Fluggesellschaft geht pleite. Nairobi, November 1974. 1000 Meter hinter der Startbahn vom Flughafen Jomo Kenyatta berührt Lufthansa Flug 540 den Boden und stürzt ab. Die Klappen für den nötigen Auftrieb waren nicht ausgefahren worden. Von den 157 Menschen an Bord überleben 59 das Unglück nicht. Die meisten sind Deutsche. Der Linienflug war unterwegs von Frankfurt nach Johannesburg, Nairobi nur ein Zwischenstopp. Es ist das erste Unglück eines Jumbojets in der Geschichte der Luftfahrt. Spezialisten des Bundeskriminalamtes und des Luftfahrtbundesamtes kommen an die Unfallstelle. Sie stellen fest, der Pilot hat das Flugzeug falsch bedient. Nur 3 Jahre später kommt es zur schwersten Katastrophe der zivilen Luftfahrt. Flughafen Los Rodeos, Teneriffa. Nach einer Bombendrohung werden einige Linienflüge auf den viel zu kleinen Flugplatz umgeleitet. Ein Chaos entsteht, verstärkt durch Nebel. An Bord einer KLM-Maschine macht sich Ungeduld breit. Der Kapitän drängt auf den Abflug, obwohl sich auf der Startbahn noch eine Pan Am-Maschine befindet. Kurz vorm Abheben erblickt der Pilot die amerikanische Maschine. Zu spät. 583 Menschen sterben, nur 61 überleben die Katastrophe von Teneriffa. Izmir 1988. Die Lufthansa-Tochter Condor mit deutscher Besatzung ist unterwegs von Stuttgart in die Türkei. Bei völliger Dunkelheit verlieren die Piloten im Landeanflug die Orientierung und navigieren falsch. Die Boeing zerschellt an einem Berg im anatolischen Hochland, nur ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt. Alle Besatzungsmitglieder und Passagiere sterben. Auch hier ist die Ursache menschliches Versagen. 5 Jahre später, Lufthansa Flug 2904 von Frankfurt nach Warschau. Das Wetter in Polen wird immer schlechter, der Wind schlägt um, aber die Piloten erhalten keine Informationen vom Tower in Warschau. Im Landeanflug kommt die Maschine in schweres Aquaplaning, rutscht über die Landebahn und geht in Flammen auf. 70 Menschen sind an Bord, die meisten können schwer verletzt entkommen, 2 überleben nicht. Und wieder lautet die Begründung menschliches Versagen. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Lufthansa ist massiv beschädigt. Es ist das Ende einer Ära. Die Concorde hatte den Flughafen in Paris kaum verlassen, als sie in der Luft in Flammen aufgeht und auf ein Hotel stürzt. 113 Tote, 97 davon aus Deutschland. Im Prozess 10 Jahre später soll die Frage nach der Ursache geklärt werden. Die Richter befinden, die US-Airline Continental sei mitschuld an dem Absturz. 200.000 Euro Bußgeld und 15 Monate Bewährung für einen Mechaniker wegen fahrlässiger Tötung.
Dieses kleine Titanteil führte zur Katastrophe. Der Mechaniker hatte es an eine Continental-Maschine montiert. Das Teil löst sich, bleibt auf der Startbahn liegen. Die Concorde rollt drüber, ein Reifen platzt, herumfliegende Teile beschädigen den Tank, der in Flammen aufgeht. Die Fluggesellschaft wird hinterher von der Schuld freigesprochen. Den Schadenersatz muss sie trotzdem zahlen. Mit dem Absturz platzt auch der Traum vom Fliegen mit Überschallgeschwindigkeit. Paris, New York in 3,5 Stunden. Die Concorde, die Königin der Lüfte, ein gemeinsames Projekt der Briten und Franzosen. Ökonomisch war sie nie. Zu viel Sprit, zu wenig Passagiere. Der Absturz der Concorde vor 15 Jahren ist auch das Ende eines Luftfahrttraums. Jeder tödliche Unfall, nicht nur, aber eben auch nach Flugzeugabstürzen, löst eine Welle von Schock und Trauer aus. Bei Freunden, bei Verwandten, Klassenkameraden, Kollegen, Nachbarn, im ganzen sozialen Umfeld. In Magdeburg begrüße ich Georg Pieper. Guten Abend. Guten Abend. Als Traumapsychologe behandeln Sie immer wieder Betroffene von Unglücken oder Gewalttaten. Wie reagieren die auf so einen völlig unerwarteten Verlust? Das ist zunächst mal ein Schock, wie wir jetzt ja schon mehrfach gehört haben, ein Nicht-Wahrhaben-Wollen. Man kann eine solch schlimme Situation nicht von jetzt auf gleich begreifen. Man ist zunächst mal einfach nur fassungslos und fühlt sich sehr alleine und verlassen von der ganzen Welt. Wie können Sie, wie können Seelsorger und Betreuer etwa heute am Flughafen Düsseldorf denn unterstützen? Erreicht man Menschen, die unter Schock und Trauer stehen in dieser Situation? Das kann nur mit sehr einfachen Mitteln geschehen. Wir gehen auf diese Betroffenen zu und versuchen zunächst einmal nur die Grundbedürfnisse bei ihnen zu befriedigen und ihnen zu helfen, überhaupt sich wieder zu erden und in der Realität anzukommen. Das heißt, wir geben ihnen etwas zu trinken, wir geben ihnen eine Decke, weil sie häufig frieren. Und wir versuchen, ihnen Beistand zu geben. Das ist zunächst mal das Allerwichtigste, dass sie eben spüren, sie sind nicht alleine in dieser schrecklichen Situation. Wir können nicht das Leid von diesen Menschen nehmen. Das Leid ist unermesslich. Und das ist auch nicht der Ansatz, der diesen Menschen helfen würde, sondern wir versuchen dann auch mit ihnen darüber zu sprechen, wer ist in der nächsten Zeit für sie da, an wen können sie sich wenden, was ist das Nächste, was sie regeln müssen, weil man kann sich vorstellen, diese Menschen können häufig überhaupt keine klaren Gedanken mehr fassen und dabei helfen wir ihnen, also die nächsten Schritte zunächst einmal zu planen. Das ist ja das Endgültige, der unwiederbringliche Verlust, der da betrauert wird. Und das hört ja auch nicht einfach auf am Tag 2 oder 4 nach dem Unglück. Was empfehlen Sie denn den Angehörigen von Opfern? Was können die selbst tun, um das Schreckliche zu verarbeiten? Zunächst mal muss man sich darüber im Klaren sein, das ist ein sehr langer Weg. Man braucht, die menschliche Psyche braucht einfach sehr lange, um das nachzuvollziehen, zu begreifen und vor allen Dingen zu akzeptieren. Alles sträubt sich bei uns gegen eine solche schreckliche Nachricht. Wir wollen es nicht wahrhaben, wir wollen es gerne ungeschehen machen, wir wollen es ausblenden aus unserer Erinnerung. Und klar ist, das kann natürlich nicht, es kann keine Lösung sein. Was diese Menschen brauchen, ist Hilfe dazu, zu realisieren und zu akzeptieren, dass dieses Schlimme in ihr Leben nun hineingebrochen ist. Und dabei auch die Erfahrung zu machen, nicht alleine dazustehen. Das ist eben das ganz Wichtige. Und wenn dann Freunde kommen und die Betroffenen fragen, wie geht es dir, dann auch die Stärke zu haben, dabei zu stehen. Also Beistand leisten heißt, dabei stehen zu bleiben, diesen Menschen nicht die Trauer und die Verzweiflung nehmen zu wollen, sondern mit ihnen zu fühlen und sie auf diesem schweren und langen Weg begleiten. Vielen Dank für dieses Gespräch, Georg Pieper. Bitte. Germanwings steht nicht nur für Linien- und Businessflüge, sondern ist hauptsächlich in Richtung Urlaubsregionen unterwegs. Und das zu viel niedrigeren Preisen als der Mutterkonzern, die Lufthansa. Abseits der großen Drehkreuze Frankfurt und München übernimmt Germanwings seit 2012 nach und nach das Europageschäft.
Dabei profitierte das Unternehmen auch vom Ruf der Lufthansa, die für hohe Sicherheitsstandards steht. Susanne Pohlmann stellt uns das Unternehmen Germanwings vor. Die Fluggesellschaft mit dem Namen Germanwings gibt es seit 2002. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Lufthansa mit Sitz in Köln. Ursprünglich gegründet wurde sie bereits 1997 unter dem Namen Eurowings. Germanwings gilt als Billig-Airline und soll anderen günstigen Fluggesellschaften wie Ryanair die Kunden abjagen. Mittlerweile startet Germanwings statt Lufthansa von den meisten deutschen Flughäfen. Lediglich an den Drehkreuzen Frankfurt und München fliegt die Lufthansa noch selbst. Außerdem bedient der Mutterkonzern die Langstrecken ab Düsseldorf. Zwar gehören die Mitarbeiter von Germanwings zum Mutterkonzern Lufthansa, doch es ist eine Art Zweiklassengesellschaft, was die Bezahlung angeht. So verdienen die Piloten von Germanwings etwa 20%, das Servicepersonal sogar 40% weniger als die Kollegen der Lufthansa. Lufthansa ist da insbesondere auf der Langstrecke unterwegs in einer Kategorie, die es in vielen Airlines nicht mehr gibt. Man kann nun nicht sagen, dass Germanwings-Piloten schlecht bezahlt werden. Unter den Germanwings-Piloten sind teils ehemalige Lufthansa-Piloten, teils Piloten von anderen Airlines. Gibt es dadurch bei der Qualifizierung auch eine Zweiklassengesellschaft? Es gibt einen Unterschied in der Ausbildung bei der Piloten, jedenfalls derjenigen, die neu anfangen. Nämlich die Lufthansa-Piloten werden auf der Lufthansa-eigenen Flugschule auf die speziellen Bedürfnisse der Lufthansa ausgebildet. Die anderen Piloten sind Seiteneinsteiger, die dann auch teilweise von anderen Fluggesellschaften kommen, beziehungsweise von anderen Pilotenschulen kommen. Aber die soweit ich das sehen kann, alle eine grundsolide Ausbildung genossen haben. Denn man darf nicht vergessen, Sicherheit ist für eine Airline das höchste Kapital und da ist nicht erkennbar, dass da im Lufthansa-Konzern wirklich Kompromisse gemacht werden. Der Absturz heute, ein schwerer Schlag für die Airline. Das sonst farbige Logo von Germanwings seit heute Mittag in Trauer. Ein Unglück wie dieser Flugzeugabsturz löst Mitgefühl aus, auch bei Menschen, die nicht unmittelbar beteiligt sind, sich aber hineinversetzen in die Situation des Unglücks, in die Trauer der Angehörigen. Bei sehr vielen entsteht daraus das Bedürfnis, sich irgendwie mitzuteilen und mit anderen auszutauschen. Hunderttausende haben das heute über die sozialen Netzwerke getan, über Twitter, Facebook und andere. Tina Andrecht hat sich im Netz umgesehen. Oft ist das Netz laut und provoziert. Heute überwiegen die stillen Gedanken. Viele User wollen der unbekannten Netzöffentlichkeit mitteilen, wie sie sich fühlen. Unter dem Hashtag der Flugnummer, wie auch unter Airbus, Germanwings oder A380. Lunar News zum Beispiel findet, dass herzliches Beileid nicht ausreicht, um die Gefühle auszudrücken. Silvia schreibt, eine Schulklasse unter den Opfern, da bleibt mir fast das Herz stehen. Fußballer Christoph Metzelder kommt aus Haltern am See, der Heimat der verunglückten Schüler. Sie und die Lehrer des Josef-König-Gymnasiums seien durch ein schreckliches Unglück aus dem Leben gerissen worden. Wer die Hashtags auf Twitter verfolgt, bekommt permanent neue Informationen, manchmal schneller als über die anderen Medien. Manche versuchen das Unglück zu analysieren, zum Beispiel mit Hilfe von im Internet zugänglichen Echtzeitinformationen über den Flug. Doch nicht alles, was im Netz zu finden ist, stimmt. Und so gibt es auch warnende Stimmen. Am Anfang ist Twitter am schnellsten, doch dann wird Twitter schnell zu schnell. Und es gibt die User, die sich einen Spaß daraus machen, die anderen an der Nase herumzuführen. Mit Fotos oder Videos, die angeblich die Unglücksmaschine zeigen. Solche Fakes werden oft schnell von der Webgemeinde entlarvt. Und weil das Internet keine Tabus kennt, gibt es auch heute User, die unangemessene Witze verbreiten, aber schnell in ihre Schranken gewiesen werden. In keinem Gesetz der Welt steht, dass Twitter lustig sein muss. Dann lieber schweigen. Die beiden Fluggesellschaften Germanwings und Lufthansa haben im Internet ihre Logos schwarz gefärbt und veröffentlichen Infos und Statements zum Unglück. Lufthansa hat kurz nach Bekanntwerden des Absturzes getwittert: Wenn sich die Befürchtungen bestätigen sollten, ist dies ein schwarzer Tag für Lufthansa. Es ist ein schwarzer Tag. Andere Fluggesellschaften haben aus Solidarität ihre Logos ebenfalls schwarz gefärbt.
Auch die Politiker nutzen das Internet, um den Menschen ihre Anteilnahme zu zeigen. Auf ihren Facebook-Seiten drücken Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande ihr Mitgefühl aus. Die Stadt Düsseldorf postet ein Bild des Rathauses mit Trauerbeflaggung. Wir schalten noch einmal zu unserem Frankreich-Korrespondenten Theo Koll in Seine-les-Alpes in der Nähe der Unglücksstelle. Theo, werden denn die Bergungsarbeiten in dieser Nacht unterbrochen? Ja, wir haben eben den Sprecher des Innenministeriums hier erreicht. Der hat uns bestätigt, die Hubschrauber bleiben jetzt am Boden, einfach um die Gefahr eines weiteren Crashs zu vermeiden. Die Helfer sind aber vor Ort. Das heißt, man hat Dutzende dort abgeseilt, die jetzt stundenlang unterwegs sein werden zur Absturzstelle. Des Weiteren hat man hier ein Ferienzentrum beschlagnahmt mit 76 Plätzen für die Angehörigen, die dann hier untergebracht werden können. Es ist hier eine Blackbox gefunden. Worden. Von der erhofft man sich natürlich die weiteren Aufschlüsse. Dort werden ja die Gespräche der Piloten aufgezeichnet. Dort ist der Kurs festgehalten, die Geschwindigkeit und der Neigungswinkel. Das heißt, sobald man das ausgewertet hat, wird man wahrscheinlich auch Näheres wissen über die Ursache. Ja, das waren frische Informationen direkt aus Seine-les-Alpes. Vielen Dank, Theo Koll. Wir halten Sie auf dem Laufenden über neue Erkenntnisse und Informationen auf heute.de. Und in einem ZDF-Spezial um 21 Uhr. Für Angehörige hat Germanwings eine Telefonhotline eingerichtet. Die erreichen Sie unter 0800 11 33 55 77. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt weiter mit der Dokumentation Die Suche nach Hitlers Volk. Auf Wiedersehen.